Der nächste Gegner ist ein Schamano. Unsere Starthand sieht relativ okay aus. Lore-Tipp nehmen wir raus. Kriegen den Jongleur sogar rein. Ist eigentlich ganz nett. Obwohl ich ganz gerne noch einen Einser gehabt hätte. Ja, aber durch die Münze können wir ja auch direkt was spielen. Nehmen wir den Jongleur direkt rein. Gucken, wie der Gegner darauf reagiert, ob er darauf reagieren kann. Oder ob er überhaupt was macht. Ein Totem kommt. Und noch ein Jongleur, aber. Den Trödler, ja. Ja. Ja, oder wir könnten auch den Hund nehmen und dann den Jongleur opfern. Kaufen oder verkaufen. Aber wir haben uns für den Tröter entschieden. In der Hoffnung, dass der Dolch gleich auf den. Na gut, nicht drauf geht. Ja, dann halt Face. Ja, vielleicht können wir nicht so ohne den Tröter sogar opfern mit. Na gut. Ein bisschen den Tröter wahrscheinlich sogar opfern. Ja. Den Jongleur raus. Den Spotter hinterher. Yep. Geht natürlich auf den. Okay, den killen wir trotzdem jetzt weg und ja, dass er erstmal aus dem Spiel raus ist. Müssen dann aber auch das Heiltotem loswerden. Ja, kommt doch noch alles. Ja. Erstmal gucken, was er jetzt Schönes macht. Vielleicht hat er so einen Kettenblitz oder sowas. Sieht nicht so aus. Mhm. Okay. Jetzt opfert ihr das Falltotem. Ja. Wir nehmen den Hund und das Ei eventuell. Ja. Ja. Das war's. Vielleicht nächste Runde entweder auslösen oder halt das Totem killen. Wer sich mit dem Stier anlegt, oder das Vieh erstmal killen. Das erscheint mir sehr sinnvoll. Ja, wir haben zum einen den Soldaten. Den könnten wir eigentlich dann aufpuffen dementsprechend. Ja, und das Ei dafür opfern. Ja, und dann halt den anderen Hund mit rausholen. Ja. Dann kommen wir auf die 6 Schaden. Mana-technisch würde das passen. Nee, der Hund müsste auf die andere Seite. Ja. So, dann die Soldaten drauf und dann passt das. Das tut ihm wieder nicht weg, aber. Ja, aber wir haben das Ei ausgelöst und den Inspirationstypen weg. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. Ja. Gewittersturm. Da noch so ein Schwein, dass er Sport dort kriegt. Ja. Dann ja, machen wir erstmal Wichtel-Explosion drauf. Tötet es natürlich nicht. Ist ja ärgerlich. Kann man immer so ein Pech haben. Mhm. Halt jetzt abfahren. Bleibt nichts anderes übrig. Wenn er jetzt keinen Spotter hat, kann man das Totem ja dann mit einem Wichtel töten. Relativ simpel. Oder sich heilen lassen.
auch müssen wir zwangsläufig. Was könnten wir beides machen mit überwältigender Macht, den killen und dann das Totem killen? Ja. Und Trödler oder Wichtelboss könnte man auch raushauen. Und vorher noch eine Karte ziehen. Ja. Dann wirkt wenigstens das Heilen von dem Ed. Genau. Ja, das Totem noch töten. Und den Wichtelboss raus. Ja. Das war's. Haben wir eigentlich wieder relativ gut gleich gezogen. Jetzt killt er uns den Wichtelboss weg. Rausholen, gucken, was für eine Einser wir kriegen. Eventuell haben wir Glück und kriegen einen Spotter oder irgendwas, was man gut kombinieren kann. Mhm. Ja. Genau, nehmen wir einen Leerwandler raus, können Joatip damit schützen. Und dass wir die nächste Runde eventuell gegen den Feuerele opfern können. Ja. Oder wir ziehen raus. Genau. Jetzt killt uns natürlich Loatep weg, bevor wir alle Tier wechseln können. Das hat jetzt funktioniert. Ja, die Trödler opfern wir, dass der auf jeden Fall wegkommt und Wichtelboss raus, Kater ziehen und das war's dann. Na, was tut er nun Feines? Okay. Uns noch ein paar Wichtel bescheren. Hat vielleicht noch einen Gewittersturm auf der Hand? Nö, denn sonst hätte er sie jetzt ausgelöst. Das stimmt. Doch? Achso, weil dann komplett. Ja, aber den hätte er doch besser. Safe gehen können mit der Waffe, oder? Nee, danach auf den Einser Wichtel schlagen. Ja. Naja. Na gut. Gut. Mal gucken, ob er jetzt die beiden Wichtel wegkillt. Könnte er theoretisch mit der Waffe. Vielleicht fällt ihm aber auch noch was Besseres ein. Zum Beispiel? Selbstmord. Erstmal ein Totem. Scheint aber so, als ob er die Wichtel jetzt einfach selber tötet. Ja. Also anscheinend nichts Besseres auf der Hand. Spinne. Ein Kinderspiel. Könnten eigentlich Face gehen. So viele Möglichkeiten, was aufzubuffen, hat er eigentlich nicht. Mm-mm. Wir laufen höchstens Gefahr, dass er dann noch einen Frosch zieht oder sowas. Dass er unsere Minions noch. Das ist aber ärgerlich. Hätten wir die Spiele nicht gespielt, hätten wir Dr. Boomer rausholen können. Dann halt nächste Runde. Oh, der mit so einem ständigen Spott-Totem. Da wollte ich jetzt unbedingt, dass wir den zweiten nicht killen können, den zweiten Spotter. Ja, scheiße. Aber egal, Dr. Boom raus. Haben wir ja noch einen Spotter jetzt. Spotter hinterher, genau. Dann killen wir jetzt ihn erstmal weg. Und warten ab. Ja. Nächste Runde müsste eigentlich nur Dr. Boom durchkommen. Hat er da jetzt schon? Okay. Ja. Mein Schild für Argus. Scheint, als hätte er langsam Angst. Jetzt haut er alles raus, was er noch besitzt, und dann entweder überleben wir es oder verlieren.
Ja. So, jetzt haben wir drei Spotter. Haut er noch auf eine Bombe drauf? Ja. Ich töte den. Das ist schon mal ganz nett. Ich darf die Bombe um die. Geht. Auf ihn. Ja. Das war ein schöner Sieg. Hätte er mal nichts gemacht, hätten wir echt Probleme gehabt. Als nächstes spielen wir gegen Hexenmeister. Mal etwas was Spannendes. Ja, die Paladine waren mir eigentlich schon spannend genug. Ja, das ist ja dann was anderes. Aber beim Hexenmeister kommt es jetzt ein bisschen vielleicht darauf an, was für ein Deck er hat und wie er es umsetzt. Unsere Starthand dementsprechend ist bisher noch nicht so dolle. Jetzt hoffen wir, dass wir was Vernünftiges ziehen können. Ja, die Knappin ist ja eigentlich ganz gut. Ja, der Trödler ist auch, nur zum Start vorhin war halt nicht ganz so schön. Ja. Das Licht beschützt mich. Die Knappin hauen wir auch direkt raus und mal gucken, was er da drauf machen kann. Wichtel raus, könnte vielleicht sogar ein ähnliches Deck sein, wie wir es verwenden. Gut möglich. Wir können natürlich jetzt den Hund rausholen. Ja, und den Wichtel töten direkt. Genau. Ohne dass wir wirklich was auffahren müssen außer Schild. Ja. Kaufen oder verkaufen. Er holt den Trödler raus. Erinnert mich stark an unser Deck. Ja. Was er da spielt. Jetzt hat er nicht den Lehrwandler gekriegt. Ja, wir nehmen den Trödler, mal also so, dass wir vielleicht direkt eine 1er spielen können. Na gut, der Pirat bringt uns natürlich nicht so viel. Die rechts ist auch immer ein riskantes Spiel. Ja, die linke, ja, die nehmen wir einfach mal. Die hat mit 2-1 eigentlich gar nicht mal die allerschlechtesten Stats und bufft halt immer jede Runde auf. Ja, müssen wir halt gucken, auf wen sie dann geht. Ja. Wir killen jetzt den Lehrwandler weg und gucken, ja. Hat den Trödler verstärkt. Er könnte jetzt so gesehen unseren Köter wegkillen. Toter Hund. Wir haben gleich noch einen neuen. Mhm. Können wir damit Trödler und Trödler gleich rausholen? Ja, oder wir spielen den Trödler zuerst, um gucken, eventuell ausnutzen zu können, was da rauskommt. Gar nicht mal so gut. Jetzt rechts mit der Heilung ist immer so eine Sache, finde ich. Und ja, der Spotter brachte uns Ego am meisten, denke ich mal. Ja. Jetzt Face, würde ich sagen. Ja, die Spinne ist so in dem Stadium noch gar nicht mal so ätzend. Richtig. Der eine Schaden. Dauert jetzt schon die Wichtel-Explosion raus. Kriegt natürlich direkt die Vierer. Aber dafür haben wir zwei Spotter, die wir da vorsetzen können. Ja, da soll er sich ein bisschen totlaufen. Jupp. Dazu holen wir noch den Wichtelboss raus. Und könnten eigentlich weiter Face gehen. Ja. Und bisschen Druck ausüben, schadet nicht. Ja, wir wissen ja, wenn er das gleiche Deck hat, hat er halt dementsprechend keinen großen AE-Zauber drin. Richtig, und sein Board ist jetzt auch voll, das heißt, so viel aufbuffen kann er gar nicht. Mein Schild für Argus. Ein bisschen was kann er und ja, opfert dafür aber auch echt viel. Ja, und wir haben wenigstens noch ein bisschen Schaden auf ihn bringen können. Ja. So, dass wir noch bei voller HP sind und er schon bei 17 runter. Da haben wir die wichtige Explosion, die könnten wir eigentlich direkt ja nutzen. Argus. Genau. Hoffentlich zumindest. Natürlich nicht. Ja, dann halt einen Trödler. Ja.
wahrscheinlich den Vierer, damit wir den nicht auffangen müssen. Richtig. Wenigstens zwei Schaden noch auf ihn und dann mal gucken. Gutes Ei. Ja, klar. Macht er dir wieder auf. Das ist unser Wichtel. Wir gucken mal, was wir kriegen. Eine Spinne. Ja. Wir müssen das Ei halt killen jetzt. Ja. Und dann schauen, ob wir den Vierer auch noch wegkriegen. Oder was wir damit anstellen. Ja, da Face gehen und ihn halt auf uns wegkillen lassen. Nach und nach. Spinne können wir auf jeden Fall noch rausholen. Abgemacht. Ja. Und jetzt gehen wir erstmal weiter Face. Mal schauen, was er tut. Ja. Er ist eigentlich im Zugzwang. Genau. Und ich auch so. Gut, er holt. Also er killt den Wichtelboss weg. Und holt den Dr. Boom raus. Den haben wir jetzt auch auf der Hand. Können wir auch direkt rausholen. Wichtel geht nicht. Müssen noch erst nicht. Was töten. Ja, kriegen wir den Argus weg, dann kriegen wir die Spinne weg, sodass wir dann ein relativ freies Feld kriegen. Opfern, ja, die Spinne opfern wir nicht direkt, aber. Gut, die Bombe, die geht direkt auf ihn. Kriegen wir die andere Bombe. Geht auf uns, ist auch nicht ganz so schlimm. Ja. Er muss jetzt quasi mit seinem Dr. Boom auf unseren gehen. Wenn er nicht noch etwas sehr Übermächtiges zieht. Ja, mal gucken. 8 HP hat er noch. Ja, aber. Und genau. Er gibt auf. Na gut, dann war's das. Sehr schön.